Vielleicht irre ich mich ja auch. Ne, warte, das ist... Ja, das ist Charon. Okay, ich hatte recht. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Ich will das Essen. Ne, wir gucken erstmal der Kleinen. Sieht soweit okay aus. Hey, mir geht's echt nicht gut. Oh, Spaghetti-Jack. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Schaukelt er sich gerade hoch. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde. Nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Yep. Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Yep. Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Komm wieder her. Dürfen wir sie nicht töten? Komm sofort hierher! Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Ich kann mich nicht bewegen. Widersteht gerade ihrer Programmierung. Oh. Schütze Alice. Überzeuge Todd. Den kann man nicht überzeugen. Haben wir Schlüssel noch für die... Ne, die Waffe war einfach nur in der Schublade, ne? Das war sein Zimmer. Oh. Gute Kara. Das reicht jetzt! Lassen Sie sie! Was soll das denn werden?
Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl! Nein! Lassen Sie sie in Ruhe! Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Oh. Komm her, Mist Stück. Was? Okay. Bevor die Polizei kommt. Oder sie abgeschaltet wird, wenn das Remote geht. So heftig. Ja, wir haben sehr viele andere Möglichkeiten hier. Programm knacken. Wir hätten einfach stillstehen können. Dann hätte er wahrscheinlich die Kleine verprügelt. Wäre dann aber nicht gestorben. Wir hätten versuchen können, mit ihm zu reden. Dann wäre es unten zu einer Schlägerei oder sowas ähnlichem gekommen. Da hätten wir ihn eventuell umgebracht. Hier, das war nicht geplant. Ich habe das Beste in meiner Macht getan, um die ganzen Real-Time-Events oder wie die Dinger heißen, ordentlich hinzubekommen, aber es hat ja nicht geklappt. Ich denke, hätte das besser geklappt, hätte Kara Todd getötet. Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter wäre. Weil so hat sie jetzt ja quasi nur Alice verteidigt. Und Alice hat dann den Mord begangen. Was scheiße für Alice ist. Aber sie ist klein und hat sich auch nur verteidigt. Naja, sie hat Kara verteidigt. Aber Kara ist kein Mensch. Also ich weiß nicht, wie da das Recht ist. Ja, was das hier unten alles ist. Also das hier ist alles unten die... Oh, wow, ist das verknüpft. Ja, warte mal. Nach oben gehen ist der blaue Pfad da. Oh, wir hätten gar nicht die Waffe holen sollen. Das war nur mein erster Instinkt, weil ich ihn töten wollte.
Wir hätten vielleicht also hätten Alice hinterhergehen können und Alice beschützen. Alice nach Todd erreichen. Stimmt, wir hätten vor Todd da sein können. Wow. Also ja, hier ist sehr, sehr viel möglich. Okay. Schauen wir weiter, was jetzt mit Markus ist. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Haben wir noch die andere Option? Nee. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Na komm, gekippt. Hast du im Studio das Licht angelassen? Der Sohn ist da. Nein. Versucht irgendwas zu finden, zu verkaufen. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Hätten wir nicht... Marcus, nein, ich begleite... Stopp. Kurz Zeit anhalten. Auch hier wird es jetzt unschön enden. Das scheint das Thema des Spiels zu sein. Hätten wir die Polizei nicht angerufen, hätten wir den Sohn, den wir gleich sehen werden, konfrontieren können, hätten verhindern können, dass er ihn hier tötet. Und hätten noch abhauen können, weil die Polizei nicht kommt. Jetzt haben wir die Polizei angerufen. Das heißt, wenn es jetzt zu einer Situation kommt, ist die Polizei bald da. Was eventuell nicht in unserem Interesse ist. Aber okay. Halte dich. Nein, nein, du kommst nicht mit. Leo. Oh, sieh mal an. Vaters Plastikspielzeug. Leo. Was ist hier los? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass sie nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Sei vernünftig, Leo. Das hier bringt dir doch nichts. Du schickst mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nein. Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was machst du so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Na los, zeig, was du kannst. Marcus, du darfst dich nicht wehren. Verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Ich muss für mich selbst entscheiden. Nein. Oh. Ich muss für mich selbst entscheiden und ich habe keine Entscheidung. Ich wollte jetzt in Situationen... Ich weiß, dass ich das machen musste, Jory. Ich wollte in der Situation jetzt nichts machen, um den Wünschen von ihm gerecht zu werden. Weil ich denke, wenn wir uns jetzt wehren, wird entweder Marcus selber hier
zerstört oder angeschlagen oder was auch immer. Oder der Sohn. Und damit wird der Vater auch nicht zurechtkommen. Der Vater kriegt einen Herzinfarkt und dergleichen. Deswegen würde ich einfach nichts machen. Aber diese Wahl habe ich leider nicht. Vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Wir haben doch eine Wahl, okay. Carl, nein! Nein, Carl, nein. Menschen sind schwache Maschinen. Carl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Willst du erst noch einen Weg? Marcus, lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein, nein, Dad. Nein, bitte. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Nein, 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 nein. Der Android. Es war der Android. What the fuck? Androiden können sowas nicht machen. Das müssten die doch eigentlich wissen. Leo hat Marcus beschuldigt. Karl gehorchen, ja. Karl stirbt an einem Herzinfarkt, Polizei trifft ein, Leo hat Marcus beschuldigt. Ich sehe hier Studio ohne Karl überprüfen. Ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied gemacht hätte, ob Karl von vornherein mit ins Studio gekommen wäre oder nicht. Es gibt Gedächtnispalast zerstören, Marcus wird zum Abweichler. Karl gehorchen. Ja, wir hätten uns halt mit dem prügeln können. Karl wäre trotzdem an einem Herzinfarkt. Wäre er nicht an einem Herzinfarkt gestorben? Oder auch, und es kommen nur andere Folgen davon. Das Anrufen der Polizei ist keine wirkliche Auswahlmöglichkeit. Hätte ich da also auch nicht gehabt. Ja. Also wir hatten keine Wahl, das Gedächtnispalast-Ding da zu zerstören oder nicht. Also er musste auf jeden Fall ein Abweichler werden. Aber danach hatten wir eine Wahl, ob wir uns verteidigen wollen oder nicht. Und deswegen habe ich dann halt nichts gemacht. In der Hoffnung, dass Karl nicht stirbt, aber ja, ist er trotzdem. Okay. Connor, was hast du Schlimmes für uns? Warum 6. November. Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Das macht Sinn. Der Typ links ist ein Vollbosten. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Connor müsste diese Szene brechen. Erzwinge ein Geständnis.
Erst einmal die Situation einschätzen. Wir haben einseitiges Glas. Wir haben die Akte von ihm und einen Stuhl. Stopp. Haare überprüfen. Was macht denn dieser Junge jetzt schon wieder? Ja, das sind jetzt Informationen, die wir gesammelt haben. Was ist mit seinen Haaren? Die wir abgeschürft an der Seite. Getrocknetes Blut von dem Opfer. Nicht kritische Stufe 2 Beschädigung durch den Baseballschläger. Wiederholte Markierung über 16 Monate verursacht durch Zigaretten. Modell HK400, Haushälter, Herstellungsdatum 29.05.2030, also 8 Jahre alt, Eigentum von Carlos Ortiz. Hinweis auf Softwareinstabilität, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Okay. Ich hatte schon gemutmaßt, was genau der Ring bedeutet. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass es Stress ist. Was komisch ist bei einem Androiden, aber ja, jedes Mal, wenn halt irgendwas Gefährliches passiert ist, ist das Ding von grün auf gelb oder auf rot gesprungen. Aber es scheint wohl mit der Selbstzerstörung zu tun haben. Das heißt, wenn die Droiden sich zu sehr falsch verhalten, dass sie sich selbst zerstören. Außer sie werden halt Abweichler und können das Ganze irgendwie umgehen, indem sie diesen Gedankenpalast zerstören, den Kara und Markus gerade zerstört haben. Beide übrigens aus denselben Gründen, um Menschen zu beschützen. Was so also eigentlich okay ist. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Erkennst du ihn wieder? Das ist Carlos Ortiz. Erstochen mit 28 Stichen. Das schrieb jemand an die Wand mit seinem Blut. Ich werde dir nicht wehtun. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Damit wir verstehen, was passiert ist. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass Connor in dieser Szene ebenfalls seinen Gedankenpalast brechen wird. Und er verhält sich gerade wieder so, wie vorher schon auf dem Dachboden und wie vorher auf dem Dach mit dem anderen Androiden. Er ist immer einfühlsam, er überzeugt die Androiden, das Richtige zu tun. Und wird dann von den Menschen hintergangen. Hör mal. Ich bin auf deiner Seite. Ich will dir helfen. Aber das kann ich nicht tun, wenn du nicht mit mir redest. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Das war eine Reaktion. Was? Was werden Sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Yep. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten.
Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wieder Herangehensweise. Unter Druck setzen, Speicher überprüfen, überzeugen. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Du bist verängstigt und ratlos. Das alles hat dich sehr verwirrt. Rede mit mir, dann geht es dir besser. Gestehe und ich werde dich beschützen. Ich verspreche, dir wird niemand etwas antun. Ja. Wenn wir Speicher prüfen drücken, wird da durchdringen. Du lässt mir keine Wahl. Das wird nicht gut enden. Finger. Ja! Komm her, du Stück Scheiße. Dir werde ich helfen, mich anzustarren. Mehr Stabilität. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. Aber er ist rot. Bringt sich um. Uns um. Ja. Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt. Du musst sofort damit aufhören. Vorsicht! Was? Ach du Scheiße. Was? Okay. Android hat Connor und sie selbst erschossen. Also, der Android hat mehrfach gesagt, dass wir nicht ihn scannen sollen. Vielleicht, weil er wusste, dass die Instabilität in ihm sich auf Connor übertragen würde. Warum hat er sonst nur Connor und sich erschossen und nicht die Polizisten, die ein Problem waren? Okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine Szene, die ich nochmal neu machen würde. Tun wir aber nicht. Öffentliche Meinung skeptisch. Schaffe Instabilität? Fragezeichen. Hank ist neutral. Wow. Es ist echt gut. Also es ist echt gut gemacht. Ein paar Sachen sind vorhersehbar, ja, aber das gehört dazu. Aber immer wieder Überraschungen und allein das Netz an Möglichkeiten ist der Hammer. Ich bin super angetan von dem Spiel.